So, und da sind wir wieder, immer noch bei der Rettung von North Point. Das vergesse ich dir nie. Okay, noch ein Rohr und ein Generator. Ich repariere das Rohr. Mein Techniker übernimmt den Generator. Gib mir Deckung! Achso, das ist ein Spieler hier. So ein Durcheinander. Raiders machen im Osten Ärger. Oh, oben auf der Brücke. Gegner eliminiert. Raiders greifen aus dem Westen an. Geschafft. Wir bleiben in Deckung, bis es sicher ist, wieder herauszukommen. Ins Schwarze. Wieso leben die noch? Ich erledige sie selbst! Ein Panzer! Die Kolben auf Schultern und Rücken verkrüppeln ihn, wenn sie beschädigt werden. Ziele auf sie! So, und den Dicken hier greift man am besten im Team an. Von vorne schön ablenken, während ich mich von hinten rumschleiche. Denn da ist die kritische Stelle und dann geht er auch auf den Boden und dann kann man ihn schön ins Gesicht schießen. Das macht Spaß. Und so ist er auch gar kein Problem. Diese Panzer sahen zäh aus, aber du warst besser. Gut gemacht. Mann, war das ein übler Kerl. Ein Glück, dass du hier warst. Danke, mein Freund. Diese Trottel haben die Matrix gesucht. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass Varys sie bereits hat und verkaufen will. Aber sie wollten davon nichts hören. Gute Arbeit in North Point, Kumpel. Du wirst nie erraten, was ich aus der Raider-Hochburg erfahren habe. Hochbrisante Info. Das sollte ich dir nicht auf diesem Wege mitteilen. Treffen wir uns am Turm. Pronto. Ja. Und auch wenn es absolut langweilig ist, ich muss jetzt unbedingt mein Inventar aufräumen. Ich habe hier absolut keinen Platz mehr und alles, was ich aufnehmen könnte, verschwindet hier irgendwo im Jenseits. Vielleicht sollte ich nach Süden ziehen, mich ihm anschließen. Huch. So natürlich nicht. Wir schauen uns mal an, was wir hier für Pumpguns haben. Die kann weg, die kann weg. Nano-Fragger kann auch weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Sturmgewehr, mit einem Sturmgewehr laufen wir ja nicht rum. Kann also so alles weg, erstmal. Passend zur Aufnahme natürlich, wie immer, irgendwas im Hals. Liegt immer damit zusammen, das hängt immer damit zusammen natürlich, dass ich natürlich hier auch nicht zum Trinken komme. Mag ja auch keinen zumuten, mich beim Schmatzen zu hören. Deswegen ja, kriege ich immer einen leicht trockenen Hals. So, was haben wir hier noch? Die Berserker-Schrotflinte, die nicht wirklich Berserker ist. Ich rufe schon mein Fahrzeug. Aufsteigen!
So, und hier haben wir eine absolut geile Handgranate gefunden. Eine Pyro Beta ST24W, ja, abgefahrener Name. Das Geile ist halt, dass die alles in Brand steckt. Und das ist genau das Ding, auf das ich gewartet habe. Die anderen können wir alle wegschmeißen, wenn wir sie finden, hier. Ach Mensch, dieses Menü, da drückst du einmal falsch, da landest du wieder sonst wo. Manchmal macht's mich irre. Manchmal. Manchmal. So. Wundervoll. Die Tube drücken. So, na, dir fahr ich nicht hinterher. Wir wissen ja, wie das endet. Ah, diesmal nehmen wir auf jeden Fall die Straße. Ja, hier ist der schöne Defiance-Bug. Der Paddy ist gerade abgesprungen und steht da hinten rum. Wir aber drücken mal Select. Markieren uns das Ding, wo wir hin müssen. Nehmen hier den Schleichweg. Ist auch mal ganz angenehm, hier ohne den Paddy rumzufahren. Macht ja sowieso viel mehr Spaß, ohne den Vogel. Ja. Nee, bei Defiance, da ist man schon ganz glücklich, wenn man jemanden hat, der einem da ein bisschen hilft. Als du jetzt schon angesprochen hast, in einer der letzten Folgen ordentlich einen Schwierigkeitsgrad. Und ich zeige hier wieder absolut meine Fahrkünste. Na, jetzt hat's geklappt. Ach Mensch. Ach, da kommt er. Eliminiert. So. Cass, hast du gesehen, was ich gemacht habe? Du weißt ja, dass die Raiders hinter der Matrix her sind. Allerdings für jemand anderen. Wer auch immer das ist. Die Raiders haben mächtig Angst vor ihm. Ich will mal ein bisschen umhören und sehen, was ich herausfinden kann. Die Stadt wird ernst. Varys ist ein Oberarsch, dass er uns anlügt. Aber dass er die Matrix hat, macht die Sache für uns viel einfacher. Treffen wir uns in seinem Büro. Dank deiner speziellen Talente werden wir sie ihm schon abnehmen. Ja, der Paddy ist hier gerade in die Luft geleckt. Wie auch immer der das macht, aber wir sehen ja auch, der Paddy ist ja rein zufällig immer im Ego-Level viel höher als ich. Ja. Wo mir gerade auffällt, sag mal, warum haben wir denn auf einmal so viel Bonusse? Siehst du das? XP-Bonus? Ja. Level-Bonus? Glücks-Bonus? Oder was auch immer das ist? Ja, ich sehe das gerade. XP 5 Tage... Ja, beschweren tue ich mich nicht darüber. Danke an wer auch immer dafür zuständig ist. Aber ey, gar nicht so wenig. Beute 25%, Fertigkeiten 25%, was immer das bedeutet. Wahrscheinlich mehr EP. Ne, da ist XP. Okay, keine Ahnung, was Fertigkeiten ist. Alles plus 25%. Ich würde sagen, da hat Tryon uns einfach mal einen Gefallen getan. So. Hauptmission haben wir im Moment noch nicht. Da könnten wir ja eigentlich mal wieder eine Nebenmission machen. Oder irgendwas anderes. Wir haben hier ja noch andere Sachen, die man machen kann. Amoklauf, Hellbug-Vernichtung. Das hört sich doch toll an. Da fahren wir jetzt hin. Zeit für ein Auto. Oder? Jo. Hellbugs vernichten ist immer gut. Meinst du, die finden wir im Dunkeln? Schon. Weil sind ja Hellbugs. Boah. der war schlecht. Der war nicht schlecht. Manchmal denke ich, es geht nicht mehr schlechter. Denn. Guckst du in den Spiegel. Hey. Ja.
San Quentin stand da gerade oben auf dem Schild. Oh. Eine Sehenswürdigkeit. Die werden wir später auch noch besuchen. So viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen. San Quentin, das Gefängnis. Eigentlich relativ bekannt, sollte jeder schon mal gehört haben. Vor allen Dingen die, die drin gesessen haben. Ja. So, hier vorbei. Ach, hier bei den Kuppeln. Für diejenigen, die sich immer fragen, warum wir hier alles neben uns stehen und liegen lassen. Wenn wir uns wirklich mit allem beschäftigen würden, was man so auf dem Weg von A nach B findet, da ist man schon lang beschäftigt. Also hier gibt es so viele Aufträge, Nebenaufträge und Sachen, die einfach so passieren. Das ist schon sehr unterhaltsam. Auch wenn es sich ziemlich oft immer wiederholt. Aber wir schauen jetzt mal hier Amoklauf Hellbug-Vernichtung an. Die Hellbugs verwandeln diese Gegend in ein Nest. Wir müssen sie aufhalten. Schnapp dir den Repeater und mach ihnen den Gar aus. Den Reaper. Den Reaper, ach ja. Varys ist jetzt beim Krater. Höchste Zeit, diesem Winzling mal zu zeigen, dass wir es ernst meinen. 3, 2, 1. Ja, da haben wir hier die richtige Waffe für mich. Sag mal, Meinungsverstärker. Ich denke mal, so einfach wie es jetzt war, wird es nicht bleiben. Komm auch schon größer. Ha! Kann man nicht viel erzählen gerade. Nee. Ihr seht ja, was vor sich geht. Hellbugs, Hellbugs, Hellbugs und wir mittendrin. Ja, da bin ich drauf gegangen. Also langsam wird es aber eng bei mir. Du geht es schlecht. Achtung, du verlässt das Amoklaufgebiet. Naja, immerhin hat es für Bronze gereicht. Ja, bei mir auch. Besser als nichts. So. Und während wir hier auf den Paddy warten, der in einer anderen Phase gelandet ist. Ja, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Ja, während wir auf Paddy warten, verabschiede ich mich schon mal von euch. Da war die Stimme weg. Verabschiede ich mich schon mal von euch und ja, hoffe, hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wie immer Spaß gemacht. Sonst würde ich das Spiel wahrscheinlich nicht mehr spielen. Paddy ist irgendwo da hinten gelandet. Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, ein paar nette Kommentare. Oder abonniert den Kanal, dann seht ihr immer die neuesten Videos auch. Und verpasst nichts davon, wie Paddys Navi uns töten möchte. Hey. Und ja. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, tschüss.